Dann schauen wir mal. Können wir eigentlich auch gleich die Klimaanlage noch klären, wo wir schon hier sind? Warum haben wir die eigentlich noch nicht gemacht? Da haben wir da eigentlich auch schon die Verbindungen dafür. Bin ich blöd? Also hier muss Plus. Und da muss... Ach, hier fehlt der Hebel. Der Hebel lässt sich auf Plus oder Minus einstellen. Nein, tut er nicht. Da ist kein Hebel. Also kann man das irgendwie anders machen? Es muss dieses Kabel sein, ne? Das hier. Fehlt uns ein Hebel. Ha! Passt genau rein. Und jetzt ein brauchbarer Hebel. So. Wir kommen endlich mal ein bisschen voran hier. Oh. Das war falsch. Mein Fehler. Das hat nichts gebracht. Nochmal. Jetzt. Ah. Hä? Hä? Das hat nichts gebracht. Ach. Hat er mit dem hier gar nichts zu tun. Total falsch geguckt. Lila geht hier lang. Ja, okay, okay. Jetzt haben wir's. Ja, R2000. Wir haben eine Klimaanlage. Das heißt doch jetzt, dass wir wahrscheinlich das hier mitnehmen können, oder? Ich könnte zwar ein paar schräge Töne entlocken, aber es ist besetzt. Nee, nee, ich meine, was ist es denn? Warum kann ich es nicht auswählen? Hä? Das Ding war vor uns noch anklickbar. Dieser kleine Ventilator, der war noch anklickbar. Jetzt nicht mehr. Gefällt dir die Temperatur so? So lässt sich's aushalten. Na, wirklich eine Wohltat. Okay. Ich muss weg. Was bringt uns das jetzt? Was hat das jetzt gemacht? Ich dachte, wir könnten dann das Ding mitnehmen. Komisch. Sehr mysteriös. Na gut, wir können jetzt beim Ölfleck, denke ich mal, weitermachen, oder? Das fasse ich nicht an. Am Ende landet was auf meinem Anzug. Also. So, ja. Das ist gut, so wie es ist. Nein? Ich dachte, wir könnten jetzt den Gockel anlocken. Ist der Baumann noch wach? Ach, der ist so aufgedreht, weil der immer so viel Kaffee säuft. Ich dachte, der Louis wäre der Kaffeesäufer. Mit dem dicken Augenring. Aber der Barmann ist der Kaffeesäufer. Deshalb ist er so aufgedreht. Ja. Jetzt merkt er es nicht. Jetzt haben wir einen ganzen Dollar. Ein Viertel Dollar. Immerhin. Vier Viertel Dollar. Und lass mich raten, wir stecken die in den Automaten und der spuckt uns dafür eine 1-Dollar-Münze raus und die stecken wir dann in das Fernglas, oder was? Oder können wir die Münzen direkt ins Fernglas reinstecken? Gucken mal, was jetzt passiert. Dann werfe ich mal meine Münzen ein. Es geht direkt. Dann schauen wir mal. Können wir Faith sehen? Ich weiß nicht, was das für ein Tier war, aber es muss ziemlich groß gewesen sein. Das muss dieses galaktische Festival gewesen sein.
Die Insel sieht irgendwie gruselig aus. Das ist Gofuku Island. Gofuku? Gofuku? Gofuku Island. Reife Leistung, genau diese kleine Insel getroffen zu haben. Die Vögel können mir gestohlen bleiben. Wer hätte das gedacht? Dort ist Wasser. Krass. Wer hätte das gedacht? Dort ist Wasser. Da ist eine Badewacht. Aha. Dazu würde ich gerne die Frau sehen. Oder den Mann. Dazu würde ich gerne... Ich glaube, hier sollte man lieber nicht baden. Eine Hütte für Rettungsschwimmer. Da ist eindeutig jemand von der Bucht in den Dschungel gelaufen. Kleine, zierliche Füße. Da bin ich sicher. Und da ist ein Abdruck von einem runden Objekt. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Das ist der Puck? Das ist der Puck? Da hat er so ein Herzchen drauf. Nein, da ist nichts weiter interessant. Da ist eindeutig jemand von der Bucht in den Dschungel gelaufen. Kleine, zierliche Füße. Da bin ich sicher. Okay. Und da ist ein Abdruck von einem... Hierhin? Ich würde ja betonen, wie sehr ich dichten Busch mag, aber dann schimpft Pi schon wieder. Aber wohin denn dann? Eine mondsichelförmige Bucht. Hier kann ich nichts erkennen, was auf Faith hinweisen würde. Da hat doch jemand Müll gesammelt. Und zwar sehr engagiert. Dieses Logo auf den Müllsäcken habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. Bei der Emma. Okay. Ob der Ring unter Wasser zusammenläuft? Was? Hübsche Insel. Ich glaube, das ist Muffington Island. Muffington Island. Das muss dieses galaktische Festival gewesen sein. Die haben aber ganz viele von diesen Sticks. Das sind Knicklichter. Irgendwo habe ich die doch schon mal gesehen. Da scheint jemand Spaß gehabt zu haben. Boah, alte, stinkende Klamotten. Ich hasse es, in Zelten zu schlafen. Hier sehe ich nichts, was eine Spur zu Faith sein könnte. Das ist uninteressant. Irgendwas war doch mit diesen Fußabdrücken. Das verstehe ich nicht ganz. Da ist eine Badewacht. In den Dschungel rein, ne? Da ist nichts weiter interessant. Was wäre dann hier? Ich würde ja betonen, wie sehr ich dichten Busch mag, aber dann schimpft Pi schon wieder. Ich würde ja wo haben wir denn noch nicht drauf geklickt? Wer hätte das gedacht? Dort ist Wasser! Ist das schon alles, was wir hier brauchen, oder muss hier noch so ein Aha-Moment kommen? Ich würde ja betonen, wie... Richtig zufrieden also, bin ich damit was nicht. Was Faiths Aufenthaltsort angeht. Weißt du jetzt, was mit ihr passiert ist? Ja, ich glaube, ich kann es mir zusammenreimen. Okay, dann wollen wir mal sehen. Können wir sicher sein, dass Faith hier auf Kalawa war? Also, wir haben ihr Höschen gefunden. Sie war sogar hier in dem Hotel. Sie hatte ein Zimmer im Hotel. Wenn sie im Hotel ein Zimmer hatte, wie können wir das beweisen? Bobby hat sie gesehen. Gut, das können wir festhalten. Sie war offensichtlich hier im Hotel. Aber wo hat sie sich aufgehalten? Nacktbaden. An der Poolbar hat sie sich einige Drinks genehmigt. Hat der Typ an der Poolbar irgendwas über Faith gesagt? Nee, oder? Aussichtsdeck. Sie war sicher auf diesem galaktischen Festival. Du meinst, sie war auf dem galaktischen Festival. Kannst du das beweisen? Können wir das beweisen? Alle blonden Frauen mögen Festivals, was? Nee, in ihrem Hotelzimmer war ein Flyer. Genau, der Flyer. In ihrem Hotelzimmer war ein Flyer dazu. Sie wusste von dem Festival, aber das heißt nicht, dass sie dort war. Ich habe da so ein Gefühl. Ich nicht. Alle blonden Frauen mögen Festivals. Du und deine Vorurteile. Sie sieht galaktisch gut aus. Ja.
Hm, weiß nicht. Ich geb's auf. Haben wir keinen Beweis dafür, dass sie beim Festival war? Wir gucken uns das Festival nochmal an. Dann schauen wir mal. Bobby ist eine Frau, aber ja, Bobby hat sie gesehen. Das muss dieses galaktische Festival gewesen sein. Hier sehe ich nichts, was eine Spur zu Faith sein könnte. Die Knicklichter. Wir könnten mit der Hippie-Dame nochmal reden. Vielleicht hat die ja eine Information. Sie hat jetzt schließlich also, die Knicklichter. Was Faiths Aufenthaltsort angeht. Weißt du jetzt, was mit ihr passiert ist? Nein, ich brauche mehr Wir holen uns nochmal ein paar Details, schätze ich mal. Also ich meine, der Page hat sie ja auch gesehen, aber der ist ja kein glaubwürdiger Zeuge. Der ist ja konstant abgetreten. Weggetreten, meine ich. Genau. Ich weiß, dass diese Knicklichter vom Festival stammen. Warst du dort? Ich habe dort eine ganze Kiste mit denen gesehen. Genau. Du warst also dort? Ja. Die mussten alle tragen. Niemand hatte daran gedacht, Lampen zu besorgen. Nachts kann es ziemlich dunkel werden, weißt du? Ich schätze, auf dem Festival gab es viele weitere heiße Frauen in Bikinis. Nein, da waren eigentlich nur komische Leute. Da waren was? Zwei Typen, die mich total eklig angegraben haben. Erzählten was? Mir was von Sleaze Wars. Oh nein. Keine Ahnung, was das schon wieder ist. Das waren die beiden aus dem Prune Store vom ersten Teil. Der. Weiß gar nicht mehr, wie die hießen. Aber ihr wisst, wen ich meine, ne? Die beiden Angestellten dort. Und wie war das Festival so? Fürchterlich. Das war überhaupt nicht galaktisch. Ich habe da überhaupt nicht zu mir selbst gefunden, sondern bin fast verdurstet. Und niemand hat mir Geld gegeben, damit ich weiterreisen kann. Warum sollten dir Leute Geld geben, damit du Spaß haben kannst? Oh Gott, ey, die spinnt doch. Auf dem Festival müsste eine Blondine gewesen sein. Groß, schlank, wahrscheinlich in einem lila Kleid. Hat eventuell etwas verwirrt gewirkt. Ich bin ziemlich sicher, dass sie dort gewesen sein muss. Denk mal scharf nach. Doch. Ja. Da war so jemand, die ist da rumgestolpert, als wüsste sie nicht, wie sie dorthin gekommen ist. Weißt du, wohin sie nach dem Festival gegangen ist? Ich habe noch mitbekommen, wie sie in Richtung der Mondsichelbucht gelaufen ist. Danach habe ich sie nicht mehr gesehen. Das muss Faith gewesen sein. Sie war dann also in der Mondsichelbucht. Ja, und in der Mondsichelbucht waren die Säcke von der Umweltschützerin. Ne? Die Recycling-Säcke. Das heißt, wir sprechen jetzt mit Emma. Oh, Schlüssel gefunden. Genau. Du hast nicht zufällig in der Nähe des Hotels einen Schlüssel gefunden? Ja, habe ich. Wie genau denn? Bei einer meiner Patrouillen mit dem Metalldetektor. Ich wollte ihn noch der Gouverneurin zurückbringen. Oh, das kann ich dir gern abnehmen. Ich gehe sowieso wieder ins Hotel. Das wäre prima. Hier. Jetzt haben wir den Schlüssel. Das ist schon mal gut. Das ist der Toilettenschlüssel, ne? Genau. Und Mondsichelbucht. Ich habe gesehen, dass du in der Mondsichelbucht Müll gesammelt hast. Ja, und zwar ziemlich viel. Die gilt ja als besonders romantischer Treffpunkt. Was meinst du, was ich dort alles für eklige Sachen wegschaffen muss? Benutzte Kondome und sowas. Du meinst, man kann da eine romantische Nacht zu zweit verbringen? Das kann man wohl. Ich räume den Müll dort aber immer alleine weg. Vielleicht fehlt dir die richtige Begleitung. Du kannst mir gern dabei helfen. Das meinte ich jetzt nicht. Dann habe ich kein Interesse. bumsen möchte, aber helfen möchte er nicht. Ich muss los. Ja, typisch. Nee, Moment. Wollten sie doch noch darauf ansprechen, ob sie Faith dort gesehen hat.
Ich habe gesehen, dass du in der Mondsichelbucht Müll gesammelt hast. Ja, und zwar ziemlich viel. Die gilt ja als besonders romantischer Treffpunkt. Was meinst du, was ich dort alles für eklige Sachen wegschaffen muss? Igitt. Warum heißt die eigentlich Mondsichelbucht? Es könnte daran liegen, dass sie wie ein Dreieck geformt ist. Ach, echt? Wer verarscht hier jetzt wen? Das frage ich mich schon lange. Die dreiecksförmige Mondsichelbucht. Alter, die heißt Mondsichelbucht, weil sie wie eine Sichel geformt ist. Ich habe gesehen, dass du in der Mondsichelbucht Müll gesammelt hast. Ja, und zwar ziemlich viel. Die gilt ja als besonders romantischer Treffpunkt. Was meinst du, was ich dort alles für eklige Sachen wegschaffen muss? Igitt. Ja. Aber hast du da eine Frau gesehen? Ich bin sicher, dass dort eine Frau gewesen sein muss. Ich habe keine gesehen. Hast du in der Mondsichelbucht sonst etwas gefunden, was irgendwie... Naja, das hier. Oh, was? Den Puck! Das ist der Puck, der Faith ausgenockt hat. Was? Na, vergiss es. Sie muss ihn bei sich gehabt und dann verloren haben. Wo genau hast du den gefunden? Bei der Badewacht. Ja, und bei der Badewacht haben wir die Fußspuren gesehen, die in den Dschungel geführt haben. Na? Damit müsste das Rätsel jetzt eigentlich gelöst sein, aber ich würde erstmal noch zur Toilette gehen. Einmal fix scheißen. Der hat gepasst. Oh, da sind so viele Duftbäume. Duftbäume der Marke Frischer Ozean sind hier chancenlos. Was können wir damit machen? Gelbes Wasser? Oder sie sind doch grün? Die riechen ziemlich intensiv. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Toilette. Was steht dort? Oh, a good time call, so und so. Ach so. Für ein bisschen Spaß, ja. Ruf dort und dort an. Ich will gar nicht so genau hinschauen. Okay, dann wollen wir mal. Was? Oh, ist wirklich das gelbe Wasser? Ist das wirklich, wie wir das gelbe Wasser bekommen? Nein? Nicht? Ich hab doch eben gerade erst. Vielleicht muss ich später wieder. Hä? Wir haben gar kein gelbes Wasser bekommen? Es ist einfach nur auf Toilette gegangen? Was war denn das jetzt für eine Aktion? Was war denn das jetzt für eine sinnlose Aktion? Und der Schlüssel ist weg. Also wir können jetzt auch nicht einfach mal die andere Tür aufmachen oder so. Hä? Keine Ahnung, was das jetzt sollte. Gut, also was haben wir denn jetzt noch? Duftbäume. Das Wasser nehmen. Hab ihn gefüllt. Die Duftbäume vielleicht rein? Das lässt sich nicht kombinieren. Nö. Dann fehlt uns immer noch das gelbe Wasser. Wir haben alle Zutaten für den Drink, bis auf das gelbe Wasser. Also wir machen erstmals hier die Detektivarbeit fertig. Und dann müssen wir uns überlegen, wo wir das Wasser herbekommen. Dann schauen wir mal. Ich hätte echt gedacht, der füllt das jetzt auf der Toilette auf. Weil der ist einfach so pissen gegangen. Keine Ahnung, was das sollte. Also, was Faiths Aufenthaltsort angeht. Weißt du jetzt, was mit ihr passiert ist? Ja, ich glaube, ich kann es mir zusammenreimen. Okay, dann wollen wir mal sehen. Wir sind sicher, dass Faith im Hotel war und glauben, dass sie das Galaktische Festival besucht. Haben wir Spuren? Ja, Shawnee hat sie dort gesehen. Shawnee hat sie dort gesehen. Stimmt, das hat sie uns gesagt. Shawnee können wir glauben, dass sie Faith gesehen hat. Aber was ist nach dem Festival passiert? Die ist dann zur Mondsichelbucht.
Faith war nach dem Festival in der Mondsichelbucht. Du meinst die Bucht, die man vom Hotel aus sieht? Aber kannst du beweisen, dass Faith in der Mondsichelbucht war? Telepathische Verbindung. Ihr Kleid lag dort. Ich habe ihr Höschen am Strand gefunden. Das ist richtig, wir haben Höschen gesehen, ne? Aber ich glaube, Emma hat den Puck gefunden. Emma hat den Puck gefunden, der Faith ausgenockt hat. Stimmt, der Puck kann nur von ihr stammen. Faith war also beim Festival, dann in der Mondsichelbucht, dann bei der Badewacht. Aber wo ist sie danach hingegangen? In den Dschungel. In den Dschungel. Der ist zumindest direkt bei der Badewacht. Wir haben Faiths Spur bis zur Badewacht verfolgt und glauben, dass sie dann in den Dschungel gegangen ist. Haben wir Beweise? Wir haben Fußabdrücke. Einen Abdruck in Form des Pucks und ihre Unterwäsche, ne? Bei der Badewacht war ein Abdruck des Pucks und Fußspuren führten in den Dschungel. Du hast recht. Das sind alles eindeutige Hinweise. Auch die Abfolge der Ereignisse scheint schlüssig zu sein. Wir wissen, wo sie war, aber wir wissen immer noch nicht, wo sie ist. Der Dschungel ist groß. Aber richtig. Es gibt eine Person, der nichts entgeht, was auf der Insel passiert. Emma. Du, die Muschel am Strand. Nee, Emma hat doch überall Kameras. Oder? Wir können Emma gar nicht auswählen. Du! Nein, du Dödel. Bobby, die Gouverneurin der Insel. Aber die hätte es mir doch gesagt, wenn sie wüsste, wo Faith ist. Bist du sicher? Du solltest sie in die Zange nehmen. Sozusagen ins Kreuzverhör. Wie Sherlock Holmes. Hieß der nicht John? Vergiss es. Was? John Holmes? Wer ist denn John Holmes? Verschweigt sie uns etwa etwas? Hat sie uns absichtlich angelogen? Die Bobby nehmen wir jetzt mal so richtig durch, ja? Achtung! Hey Bobby! Was gibt's, Larry? Sag mal, Kip und seine Brüder... Welche Brüder? Seine Zwillingsbrüder. Welche Zwillingsbrüder? Die alle hier auf der Insel sind. Die hier auch arbeiten. Ich habe nur Kip angeheuert. Aber er hat Zwillingsbrüder. Hast du ihn schon mal mit einem seiner Brüder in einem Raum gesehen? Das heißt, er... Das kann doch aber gar nicht sein, oder? Dass der quasi uns immer vorausrennt. An der einen Stelle ist er bekifft, auf der anderen Stelle ist er voll mit Kaffee, auf der nächsten hat er Speed geschnüffelt oder Cokes. Und dann sitzt er auf Toilette. Nein, aber... Ja, los. Wir wollten doch über Faith reden. Wir wollten doch gerade über Faith reden. Wie sieht's aus? Zeit für frischen Larry-Sex? Jetzt nicht. Ich habe gerade gegessen. Aber geh nicht zu weit weg. Ich bin da ziemlich spontan. Das habe ich schon gemerkt. Hä? Warum ist hier keine Gesprächsoption dabei für Faith? Ich muss los. Wir haben doch gerade noch mit Pi-Phone geredet. Mit der Pi. Und die meinte wir, oder er meinte, wir sollen die jetzt mal zur Rede stellen. Polly will einen Keks, meinst du? Ich glaube, Polly ist tot. Ein paar Samen vielleicht? Das hilft mir nicht. das ist doch blöd. Mir reicht es, ein Kondom dabei zu haben. Aquarium? Besser nicht. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Das verstehe ich gerade echt nicht so richtig. Wir haben gerade noch gesagt, wir sprechen jetzt Bobby drauf an und dann haben wir aber keine Gesprächsoption, um sie darauf anzusprechen. Können wir diesen Schlons irgendwie mitnehmen? Ich nehme einen mit. So ein bisschen gelben Schlons. Das ist gut so, wie es ist. Ärgerlich. Das ist doch echt ärgerlich. Vogelbild, Moment, Vogelbild? Was für ein niedlicher Piephahn.
Kann man das mitnehmen? Das hängt da gut. Oh. Das hilft mir nicht. Mist. Also wir haben diese gemischten Samen, ja? Und müssen die irgendwie sortieren. Ich weiß aber nicht wie. Dann wollen wir dieses Getränk machen und brauchen dafür aber etwas Gelbes. Und kommen da auch gerade nicht so richtig weiter. Und dann wollen wir Emma ablenken. Indem wir einen Unfall für einen Vogel verursachen oder so. Haben da aber auch nur halbe Sachen. Wir haben die Konstruktion. Wir wissen, wo der notgeile Vogel ist. Wir haben den Ölfleck, aber irgendwie kriege ich es nicht kombiniert. Muss man vielleicht nochmal durch das Fernrohr gucken? Vielleicht sieht man da jetzt noch mehr. Meinst du? Moment. Moment. Ich wollte nochmal kurz was hier probieren. Besser nicht. Ich hänge das mal dahin. Okay. Aber ganz fertig ist das noch nicht. Ach, jetzt. Passiert noch was? Und den schmeißen wir jetzt ins Öl. Hast du das gesehen, Pete? Der geile Hahn ist voll auf das wollüstige Quietscheentchen reingefallen. Hat alles um sich rum vergessen und sich blind auf es gestürzt. Was für ein Hahn. Dir würde sowas nie passieren. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Dem Larry doch nicht. Ach Gott, kann man den jetzt mitnehmen? Ja. Gut. Dann Ölfleck. Und dann schauen wir nochmal durch das Fernrohr. Vielleicht finden wir ja wirklich noch irgendwas Neues. Denk immer dran, Vogel. Du tust das für einen guten Zweck. Also deinen? Sag ich doch. So, das müsst ihr sie doch jetzt sehen können, ne? Ich habe schon wieder vergessen, warum wir sie dort überhaupt weglocken wollen. Was bringt uns das, einen Teil vom Floß wieder zurückzubekommen? Aber wir machen es trotzdem. Ja, aber was bringt uns das? Das Floß ist doch völlig kaputt. Ich möchte eine schlimme Umweltverschmutzung melden. Was? Wo? Zur Insel rüber? Wir müssen doch gar nicht zu einer Insel, oder? Die ist doch... Ich dachte, die ist im Dschungel. Ein armer Vogel ist am Hotel in einen Ölteppich geraten. Was? Dann muss ich mich sofort darum kümmern. Ja. Du fasst dir aber nichts an, während ich weg bin, ja? Natürlich nicht. Niemals. Ich will ja nicht aus Versehen die Umwelt verschmutzen. Ich doch nicht. Würde ich doch niemals machen. Dann wollen wir mal. Was jetzt? Was? Der hat's repariert? Pi, können wir aufbrechen? Das Floß ist noch nicht wieder fahrtüchtig. Das Segel hat es nicht überlebt. Wir brauchen einen neuen Antrieb. Die See ist hier sehr tückisch. Daher brauchen wir so etwas wie einen Außenbordmotor. Wir wissen immer noch nicht, wo Faith ist. Das sollten wir erst herausfinden. Du musst noch das Bußgeld bei Bobby bezahlen. Vorher dürfen wir die Insel nicht verlassen. Ich kümmere mich darum. Was heißt denn hier dürfen? Die werden uns doch nicht aufhalten, oder? Die werden uns doch nicht festhalten. Segel? Brauche ich nicht. Ich weiß, auf welchem Planeten ich bin. Das wirkt oft anders. Das ist ein Segel. Sauber abgeschlossen. Aber ja, der Ventilator könnte der Motor sein. Bloß warum konnten wir den nicht mehr anklicken? Das fand ich merkwürdig. Guck, der ist immer noch nicht anklickbar.
spiel doch mal Saxophon. Ich blase nicht. Gefällt dir die Temperatur so? So lässt sich's aushalten. Na, wirklich eine Wohltat. Ob wir wohl die Temperatur vielleicht auf mega heiß stellen müssen? Dass er aufgeht und einfach weggeht oder sowas? Ich muss weg. Er sagt, ich kann so nicht arbeiten. Ciao. Dann schauen wir mal. Ah, großer Ventilator. Ich muss weg. Hey, Finger weg. Den brauche ich hier, sonst gehe ich ein. Okay, und jetzt, jetzt wieder umstellen. Und dann können wir vielleicht den großen mitnehmen. Wenn er jetzt den Großen nicht wieder weggeräumt hat. Das ist die Frage. Der steht da. Der stand vor uns nämlich noch nicht da. Diese Klimaanlage macht mich irre. Mal zu heiß, mal zu kalt. Naja, nimm ihn ruhig mit, ich brauche ihn nicht mehr. Perfekt. Ein Ventilator. Haben wir da schon die Bauanweisung dafür? Nö. Okay. Aber wir brauchen immer noch ein Segel. Ein Segel. Sie wird schon ihre Gründe haben, dass sie in dieser Hitze eine Mütze trägt. Hey! Sag mal, hast du hiermit was zu tun? Ich doch nicht. Ich bin immer gut zu Vögeln. Sehe ich aus, als hätte ich einen Vogel? Ehrlich gesagt, ja. Hast du vielleicht irgendwo eine hübsche Blondine gesehen? Ich versuche, Menschen so gut wie möglich aus dem Weg zu gehen. Das hatten wir gerade schon. Diese Touristen machen besonders viel Müll. Sie heißt Faith. Klingelt da was? Nein. Wie geht's dem Vogel? Wie soll's dem schon gehen? Er steckt im Öl. Bei 90 Grad bekommt man das wieder raus. Aha. Ich lass dich mal in Ruhe rumvögeln. Okay. In Ruhe rumvögeln. Ja. Okay. Gut, jetzt, wir probieren es jetzt nochmal oben mit dem Fernglas. Wie der Hustende mal es ja schon sagte, vielleicht entdecken wir ja jetzt mehr. Vielleicht können wir jetzt in den Dschungel reingucken, ich weiß nicht. Dann schauen wir mal. Ich würde ja gerne hier hingucken. Ah, das geht nicht, ja. Im Dschungel. Das ging vorhin noch nicht. Das ging nicht. Der hat da irgendwas von Busch gelabert. Diese Plane stammt doch eindeutig aus dem Hotel. Das ist wirklich äußerst verdächtig. Ich sollte Bobby danach fragen. Nein, hier ist kein Hinweis auf Faith. Nein, hier ist kein Hinweis auf Faith. Aber jetzt haben wir einen Grund, nochmal mit der Bobby zu reden. Nein, hier ist kein Hinweis auf Faith. Okay, wir sind bei der Suche nach Faith einen Schritt weiter. Fassen wir zusammen. Faith ist in den Dschungel gegangen. Und mehr wissen wir noch nicht. Also Bobby, erzähl mal, was ist denn hier los? Das ist alles sehr mysteriös. Ich glaube, sie entführt Leute aus dem Hotel und zwingt sie dazu, irgendwas im Dschungel zu bauen. Oder sowas.
keine Ahnung, vielleicht hat sie vor, das Hotel zu erweitern oder irgendwie sowas und holt sich billige Arbeitskraft, also Sklaven oder sowas. Und das mit dem Kannibalenstamm ist wahrscheinlich nur ausgedacht. Weil dafür, dass das Hotel eigentlich ziemlich scheiße läuft, ist hier alles immer noch relativ schön ausgestattet, finde ich. Und sie trägt auch ganz schön große Klunker. Irgendwas passt hier nicht. Hey, Bobby! Was gibt's, Larry? Im Dschungel habe ich eine Plane vom Hotel gesehen. Ja, und? Was ist das für ein Ort? Das geht dich nichts an. Und es hat nichts mit deiner Faith zu tun. Was dann? Was ist es dann? Ich weiß jetzt, dass Faith im Dschungel war. Mit meiner Hilfe. Sie hatte ein Zimmer, war auf dem Festival, in der Mondsichelbucht, im Dschungel. Aber dann verliert sich ihre Spur. Allerdings habe ich dort eine Plane vom Hotel gefunden. Da steckt doch mehr dahinter. Was hat Faith da gemacht? Larry, ich finde, du machst dir viel zu viele Gedanken. Wir könnten auch andere Dinge tun. Nochmal. Es gibt da auch sie noch ein paar ablenken. Sachen, die ich gerne ausprobieren möchte. Sie will ihn ablenken. Wer zuerst nackt ist, hat gewonnen. Ich muss wirklich herausfinden. Nein, nein, nein. Larry. Wer zuerst nackt ist, hat gewonnen. Dann wollen wir mal. Moment. Ach, ich muss jetzt wirklich rausfinden, was mit Faith passiert. Was? Du musst dich also noch etwas gedulden. Diese Willenskraft. Ich muss wirklich rausfinden, was mit Faith passiert ist. Warum willst du unbedingt was über diese Faith wissen? Du bist hier auf einer tropischen Insel. Draußen weht ein laues Lüftchen. Wir können alle Hüllen fallen lassen. Reicht das nicht? Warum denkst du dauernd an diese Faith? Das ist schwer zu erklären. Es ist Liebe. Aber ich muss sie finden. Ich muss sicher sein, dass es ihr gut geht. Hm, okay. Wo deine Faith ist, weiß ich nicht, aber dort im Dschungel hatte ich ein Boot für Notfälle. Das habe ich ihr gegenüber auch erwähnt. Das ist jetzt verschwunden. Was kannst du mir noch über das Boot sagen? Ich habe es nie benutzt. Es ist so ein blaues Boot. Aha, doch eine Insel. Haxela. Hast du wohl schon zu weit in der Lösung gelesen, hä? 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 Okay, wir müssen nochmal nachgucken gehen. Aber ich würde jetzt eine klitzekleine Pause einlegen. 2-3 Minuten. Bin gleich wieder da. Und dann geht es hier gleich weiter, ne? Lauft mir nicht weg. Bis gleich.